Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sagte Johannes, einer der 12, zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir versuchten ihn daran zu lindern, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus erwiderte ihn: Hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen eine Machttat vollbringt, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Vielleicht haben wir beim Hören des Evangeliums das Sprichwort im Kopf gehabt: Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Und vielleicht ist uns auch der Unterschied aufgefallen. In der Bibelstelle sagt Jesus es andersherum: Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Was ist für Jesus wichtig? Jesus will immer wieder, dass alle Menschen ein gutes Leben führen können. So ist er auch damit einverstanden, wenn Menschen anderen helfen, sie heilen, ihnen etwas Gutes tun, auch wenn sie nicht zur Gruppe Jesus zugehörig fühlen. Jesus hat da ein sehr weites, offenes Herz. Er sieht nicht den Gruppenzwang, die unbedingte Gruppenzugehörigkeit. Es geht ihm darum, dass Menschen sich für andere engagieren, anderen etwas Gutes tun wollen. Die Frage der Jünger finde ich sehr aktuell. Werden wir Katholikinnen und Katholiken, die am Sonntag die Heilige Messe mitfeiern, doch immer weniger? Was ist mit den anderen Getauften, mit jenen, die eine andere Konfession haben? Ich denke, dass Jesus heute zu uns sagt: Bildet Koalitionen, schließt euch zusammen mit allen Menschen, die anderen etwas Gutes tun, sich für andere engagieren wollen. Und dabei wünsche ich uns heute viel Kreativität und Freude.